Heute in der Sendung: Ausbau des Südschnellwegs. Die Räumung von Tümpeltown hat begonnen. Außerdem, wir sprechen mit Tabea Dammann von der Bürgerinitiative Leinemarsch bleibt über die Rodungen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin für Hannover und die Region. Es hat sich in den letzten Tagen schon angedeutet. Jetzt ist es soweit. Die Rodungen in der Leinemarsch zum Ausbau des Südschnellwegs haben begonnen. Trotz des massiven Protests von AktivistInnen. Bevor wir auf die aktuelle Lage eingehen, ein Überblick über die Planungen von Ben Lehmann. Der Ausbau des Südschnellwegs ist eines der derzeit größten Bauvorhaben in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Auf einem rund 3,8 Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen dem Landwehrkreisel und den Bahnbrücken am Seelhorster Kreuz wird die Straße in den kommenden Jahren saniert. Der Südschnellweg wird von derzeit 14,5 Metern auf 25,6 Meter verbreitert, mit wie bisher zwei Spuren in jede Richtung plus Stand- und Mittelstreifen. Der Grund? Die aktuelle Dimension entspräche nicht mehr den heutigen sicherheitstechnischen Anforderungen. Aufgrund der heute zumeist größeren und breiteren Fahrzeuge seien die Fahrstreifen zu schmal. Außerdem würden Rettungsfahrzeuge durch die breitere Trasse schneller Unfallstellen erreichen, so die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Auch die rund 70 Jahre alten Brücken auf der Straße seien den heutigen Verkehrsbelastungen nicht mehr gewachsen. Sie sollen neu gebaut werden und die Trasse um über einen Meter anheben. Im Bereich der Hildesheimer Straße wird die Südschnellwegbrücke abgerissen und durch eine Behelfsbrücke ersetzt, zumindest vorübergehend. Da soll ein Tunnel entstehen und das ist natürlich eine echte Verkehrsentlastung und ein echter Schutz für die Bürgerinnen und Bürger. So der niedersächsische Verkehrsminister Olaf Lies im Dezember 2022. Weniger Lärmbelastungen und einen höheren Schutz vor Emissionen, das soll der Tunnel den AnwohnerInnen bieten. Im September 2021 wurde das Bauvorhaben mit einem Planfeststellungsbeschluss festgelegt. Doch Olaf Lies räumt ein, dass man den Südschnellweg auch weniger breit hätte sanieren können, ohne ihn auf über 25 Meter zu verbreitern, wenn man von Anfang an anders geplant hätte. Umweltgruppierungen und Bürger informieren sich, um gegen den geplanten Ausbau des Südschnellwegs zu protestieren. 2021 entsteht die Initiative Leinemarsch bleibt. Unterstützung gibt es auch von politischer Seite. Ich habe da eine ganz klare Auffassung zu. Ich bin der Meinung, dass wir den Südschnellweg sanieren sollten, dass wir auch die Brücken sanieren sollten, dass wir aber die Verbreiterung nicht umsetzen sollten. So Regionspräsident Steffen Krach im Dezember 2022. Es gibt aber auch prominente Unterstützung aus dem musikalischen Bereich für den Erhalt der Leinemarsch. Für mich ist es halt das wichtigste Problem, es steht irgendwie so über allem, weil wenn wir dieses Problem nicht gehandelt bekommen, dann sind alle anderen Probleme fast nichtig, so zu sagen, weil es einfach die Lebensgrundlage ist. Und deswegen ist es einfach wichtig. Und dieses hier im Speziellen, ich glaube, das steht einfach symbolisch für vieles, was eben noch falsch läuft, gerade in der Verkehrswende und so weiter. Und deswegen finde ich es einfach wichtig, auf sich für solche regionalen Themen einfach einzusetzen. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hebt dagegen die positiven Aspekte des Ausbaus hervor. Durch modernste Wasserrückhalte- und Sammelsysteme würde Abwasser auf dem Schnellweg künftig aufgefangen und gereinigt werden. So gelange kein verunreinigtes Wasser sowie Reifenabrieb in die Umwelt. Durch einen umfassenden Schallschutz soll es zudem spürbar leiser in der Leinemarsch werden. Pro Tag fahren rund 50.000 Fahrzeuge über den Südschnellweg. Seit Sonntagabend ist der Südschnellweg für den Autoverkehr gesperrt. Heute Morgen dann die Meldung der Bürgerinitiative Leinemarsch bleibt. Die Polizei hat mit der Räumung des Protestcamps Tümpeltown in der Leinemarsch begonnen. Mit einem Großaufgebot sind die BeamtInnen vor Ort. Erste Rodungen haben bereits stattgefunden. Meine Kollegin Kimia Meraban war bei der Räumung heute Vormittag vor Ort. 8.26 Uhr. Rodungsalarm. Per SMS werden UnterstützerInnen über den Beginn der Rodungsarbeiten und die Räumung des Protestcamps am Südschnellweg informiert. Die Initiative Leinemarsch bleibt versucht so, weitere Demonstrierende zu mobilisieren. Doch auch die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Nicht nur BeamtInnen aus Niedersachsen, sondern auch aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind im Einsatz. Die Linke Hannover hat ein Pavillon errichtet, um die AktivistInnen vor Ort zu unterstützen. Doch ihnen wird der Zugang zu dem Gebiet verwehrt. Die Versammlungsfreiheit wurde per Allgemeinverfügung eingeschränkt. Das kritisiert Darius Mikutat von der Linken Hannover. Recht ruhig, auch der Morgen verlief recht ruhig. Und dann haben sie aber jetzt vor ein paar Stunden angefangen, alles dicht zu machen.
Wir haben hier eigentlich 4 Zugänge und jetzt haben wir einen. Wir hatten Sanitäter, die hier eine Stunde rumsaßen, weil sie nirgendwo durchgelassen werden. Presse wird nicht durchgelassen. Wir können die Mahnwache von Leinemarsch bleibt sehen. Wir können die Felder sehen und wir dürfen nicht hin. Also so kein Durchgang. Also es ist ziemlich schlecht gerade. Der Protest ist auf jeden Fall nützlich und zeigt auch was, weil wenn wir es nicht machen würden, dann könnten sie es ja einfach machen. Jetzt haben wir es geschafft, irgendwie die Pläne ein bisschen länger zu ziehen. Jeder Tag, jedes Tag ist ein Erfolg, weil wir einfach zeigen, hier nicht einfach so, nicht mit uns. Jeder Protest, der so etwas verhindert oder ein bisschen länger zieht, zeigt den Menschen, hey, es gibt genug Leute, die das eben nicht wollen, die Sinnlosigkeit da drin sehen. Hast du Sorge, dass das heute noch eskalieren könnte? Natürlich habe ich Sorge. Also gerade wenn ich so Richtung Tümpeltown gucke, ich habe hier direkt vor uns ja gesehen, wie sie mit der mit dem FKK-Besetzung da am FKK-Strand, wie sie damit umgegangen sind und so. Also natürlich habe ich Sorge, dass da Leute gewaltsam aus den Bäumen gezerrt werden, möglicherweise zu Schaden kommen. Und ich wünsche den Leuten halt alles Gute und hoffe, dass es eben nicht eskaliert. Auch JournalistInnen erhalten keinen Zugang zu dem Protestcamp Tümpeltown. Sie können das Geschehen nur mit deutlichem Abstand beobachten. Die Polizei stellt den AktivistInnen in den Baumhäusern von Tümpeltown ein Ultimatum. Bis um 12.30 Uhr sollen sie das Protestcamp räumen. Die AktivistInnen rühren sich jedoch nicht. Die Mahnwache der Initiative Leinemarsch bleibt ist jedoch von einer Seite her zugänglich. Die AktivistInnen haben eine Barriere errichtet, um die Rodungsfahrzeuge und Maschinen fernzuhalten. Die BeamtInnen sprechen den Protestierenden bei der Mahnwache Verwarnungen aus. Sie drohen auch damit, einfache Gewalt anzuwenden, was bedeutet, dass ohne Pfefferspray und Schlagstöcke, aber durchaus mit schmerzhaften Griffen gegen die Protestierenden vorgegangen wird. Ich möchte erstmal mit Ihnen sprechen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wiederhole meine beschränkende Verfügung. Sie sind in der Pflicht, den Weg frei zu machen. Wenn Sie das nicht ich machen, davon lassen sich die Protestierenden jedoch nicht beirren. Tabea Dammann von Leinemarsch bleibt kritisiert das Vorgehen der Polizei. Wenn Politik und Polizei versuchen, ihre Projekte durchzuziehen und dann eben ja, das auch wirklich um jeden Preis durchbringen wollen. Wir wollen nicht und können nicht akzeptieren, dass Klimaaktivisten immer weiter kriminalisiert werden. Und deswegen stehen wir hier, wir als Leinemarsch bleibt, sind solidarisch hinter AktivistInnen, die sich gegen diese Räumung und gegen die Rodung stellen. Und das bleiben wir auch. Damit eine Hebebühne zu den Rodungsarbeiten gelangen kann, werden die Zufahrtswege durch die PolizistInnen geräumt. Über 500 Einsatzkräfte sind insgesamt im Einsatz. Die Polizei vor Ort möchte sich nicht zu den Maßnahmen äußern. Trotz der andauernden Proteste werden Bäume gerodet und es wird zur Verbreiterung des Südschnellwegs kommen. Die Stimmung ist auf beiden Seiten also ziemlich angespannt. Wir wollen das Thema jetzt noch weiter vertiefen. Dazu hat meine Kollegin Kimia Meraban mit Tabea Dammann von der Initiative Leinemarsch bleibt gesprochen. Ich spreche jetzt mit Tabea Dammann von der Initiative Leinemarsch bleibt. Guten Tag, Frau Dammann. Hallo, hi. Zuletzt verdichteten sich ja die Anzeichen, dass die Rodungen jetzt losgehen würden. Und die Initiative Leinemarsch bleibt hat umfangreich Leute mobilisiert, dazu hierher zu kommen. Jetzt haben die Rodungsarbeiten aber begonnen. Was ist alles passiert seit Freitag? Ja, man sieht, dass ganz, ganz viele Menschen aus ganz Deutschland hergekommen sind. Gestern hatten wir auch einen Spaziergang mit über 1200 Menschen und seit heute wird jetzt halt eben gerodet. Wir sehen, dass ganz viele Leute am Boden und auf den Bäumen am Start sind und sich eben gegen diesen Ausbau ja, zur Wehr setzen. Und ansonsten ja, sind noch verschiedene andere Sachen passiert. Wir haben momentan viele Probleme mit Versammlungsrecht. Also viele Menschen werden daran gehindert, zu dieser legalen Versammlung zu kommen. Und auch die Presse wird sehr aus dem Gebiet rausgehalten. Wir haben also viel mit Kriminalisierung zu kämpfen im Gebiet und hoffen, dass sich das die nächsten Tage noch ändert. Gibt es das Protestcamp Tümpeltown noch? Wie ist die Stimmung bei den Menschen?
Das Protestcamp Tümpeltown ist auf jeden Fall noch da. Die Stimmung kann ich schlecht einschätzen. Die sind aber auch da gekommen, um zu bleiben und werden sich mit ihren Körpern quasi gegen diese Rodung stellen. Und ja, schauen wir mal, wie das dann wird. Es wurde in vergangener Zeit ja viel gegen den Ausbau des Südschnellwegs protestiert und demonstriert. Haben Sie das Gefühl, dass Demonstranten überhaupt noch oder Demonstrationen überhaupt noch etwas bringen? Ich glaube, es ist immer sehr valide und immer super wichtig, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Es ist natürlich eine Schande, dass wir 2 Jahre Protest hier haben und sehen, dass die Politik gar nicht bereit ist einzulenken, dass wir Diskussionsrunden haben, wo wir nicht auf einen Nenner kommen, dass Straßenausbau und Klimaziele nicht einhergehen. Das macht natürlich irgendwo auch wütend und enttäuschend. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, auf die Straße zu gehen und in den nächsten Tagen hier vor Ort zu zeigen, wie man diesen Ausbau findet, um eben ein Zeichen in ganz Deutschland setzen zu können. Haben Sie aber das Gefühl, dass Ihnen zugehört wird? Ich finde es sehr schwierig. Momentan, vor allem in den letzten 2 Jahren, wurde immer gesagt, es wurde mit uns geredet. Im Endeffekt war das aber eher eine Farce. Es wurde eigentlich nur mit uns geredet, um dann zu sagen zu können, ja, der Ausbau hat ganz viel Akzeptanz, was ja einfach nicht stimmt. Das heißt, in dem Sinne fühlen wir uns natürlich nicht zugehört. Wir sind ja auch nur in der Position, wo wir daran erinnern, Klimaziele einzuhalten. Das ist eigentlich nicht so eine schwere Aufgabe und eine, die die Politik locker schaffen sollte. Dementsprechend ist es natürlich sehr enttäuschend, das immer wieder machen zu müssen. Heute endet ja die Aktionswoche der Proteste der LandwirtInnen. Die Bundesregierung ist ja in einem großen Umfang auf die Forderungen der LandwirtInnen eingegangen. Hier in der Leinemarsch wurde auch protestiert, aber der Ausbau kommt trotzdem. Sind Sie frustriert? Natürlich ist es eine super schwierige Situation, dass dieser Ausbau jetzt heute anfängt. Und ich glaube, es ist immer schwierig, an Tagen zu stehen, wo man sieht, dass solche Projekte ohne Sinn und Verstand durchgesetzt werden und die Politik eben nicht auf die Forderungen hört. Trotzdem machen wir sie immer wieder laut und sagen eben, dass alle planfestgestellten Beschlüsse in ganz Deutschland klimaschutzmäßig überprüft werden müssen, gestoppt werden müssen und dass wir Ausbauten oder Verkehr nicht nach Autozahlen messen sollen, sondern nach Klimazielen, denn das Ganze ist unser Grundrecht, ist im Bundesverfassungsgericht so beschlossen worden und wir erinnern an diese Forderungen und hoffen, dass die Politik irgendwann auch endlich mal einlenkt. Vielen Dank, Frau Dahmann. Kommen wir jetzt noch zu unserem heutigen Veranstaltungstipp für Sie. Manchmal heißt verloren sein, gefunden werden. So heißt die Ausstellung von Akin Bode Akin Bihi, die aktuell im Kunstverein Hannover gezeigt wird. Am 17. Januar um 15 Uhr haben Sie die Möglichkeit, die Fotoausstellung mal anders zu erleben. Bei einem Rundgang mit dem Kunstvermittler Bastian Schramm erfahren Sie interessante Details zu den Fotografien. Und das war's auch schon wieder mit 0511. Wir sind morgen um 18.45 Uhr wie gewohnt wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.